Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Nikolai Stache und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Vorstellung des KI-Labors im ZML an der Hochschule Heilbronn. Bevor ich auf das KI-Labor eingehe, kurz ein paar Worte zum ZML. Das ZML ist das interdisziplinäre Forschungszentrum für maschinelles Lernen an der Hochschule Heilbronn. Und auf dem Foto sehen Sie einmal, wer sich alles dahinter verbirgt. Unsere Schwerpunkte sind die Anwendung und Erforschung von künstlicher Intelligenz in den Bereichen der Ingenieurwissenschaften, dem Automotive-Bereich, der Neurowissenschaften und der Gesundheitsökonomie. Ich bin mir aber sicher, dass in Zukunft auch noch weitere Themenschwerpunkte hinzukommen werden. Unser Angebot an Sie ist neben der gemeinsamen Forschung an Themen, die für Sie von Belang sind, auch die Ausbildung und Schulung durch unsere ZML-Schools, durch Vorlesungen, durch unsere Ringvorlesungen, zu denen wir Sie ganz herzlich einladen. Nun zum KI-Labor. Das KI-Labor wird gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg mit einer Fördersumme von 100.000 Euro, für die wir sehr dankbar sind. Der Förderzeitraum beträgt 15 Monate. Das bedeutet aber nicht, dass das KI-Labor nur innerhalb dieses Zeitraums existiert, sondern wir schaffen eine Struktur an der Hochschule im Zentrum für maschinelles Lernen, die lange über diesen Zeitraum hinaus existieren und wirken soll. Unser Auftrag ist es, Unternehmen für KI zu sensibilisieren und die Einstiegshürde so klein wie möglich zu gestalten. Und das schaffen wir durch unsere Beratung, durch Schulungen, durch unsere Unterstützung auch im Bereich der Forschung. Der Einzugsbereich ist die Region Heilbronn-Franken. Und hier sehen Sie einmal die Professoren, die sich am KI-Labor beteiligen. Das bin zum einen ich mit dem Themenbereich der industriellen Produktion, des autonomen Fahrens. Das ist die Kollegin Reichenbach mit dem Themenschwerpunkt der Neurowissenschaften, der Kollege Schramm mit der Gesundheitsökonomie und die Kollegen Lanquillon und Schacht mit dem Thema Growth Hacking. Dabei geht es darum, Unternehmensdaten mit KI zu analysieren und die richtige Strategie für Wachstum dann daraus abzuleiten. Hier sehen Sie auch mal unsere Mitarbeiter, die bereits im KI-Labor beschäftigt sind. Und besonders stolz sind wir auch auf die Unterstützung aus der Region, die Sie hier auf der Folie entnehmen können. Hier möchte ich Ihnen nun zeigen, was wir bereits geschaffen haben. Und zwar geht es dabei um Demonstratoren, die Ihnen das Thema KI näher bringen sollen, die aber auch Anknüpfungspunkte aufzeigen sollen. In diesem Demonstrator hier geht es um das Thema autonomes Fahren. Wir haben dazu einen Versuchsträger, ein VW Passat, eingerichtet mit hochwertigen Sensoren und mit hochwertigem Rechnerequipment und befassen uns hier mit dem Thema der Umfeldwahrnehmung über künstliche Intelligenz. Und ich glaube, Sie werden mir recht geben, eine komplexe Verkehrssituation zu interpretieren, das ist immer noch eine große Herausforderung, auch für Maschinen, die mit künstlicher Intelligenz betrieben sind. Das untersuchen wir nicht nur im großen Maßstab, sondern auch im kleinen Maßstab mit unseren Modellautos und mit einer Teststrecke, die sich gerade im Aufbau befindet. Damit können wir dann auch sehr gut neue Ansätze wie kooperatives Fahren, verteilte KI oder Ansätze wie Reinforcement Learning untersuchen. In diesem Beispiel sehen Sie einen Roboterarm, wie er sich auch in einem Industrieunternehmen befinden könnte. Die Besonderheit ist, dass der Roboterarm seine Bewegung erlernt hat in einer Simulation. Was dahinter steckt, ist das sogenannte Reinforcement Learning. Ziel ist es nun, die erlernten Verhaltensweisen aus der Simulation auf die Realität zu übertragen, wie Sie hier in diesem Beispiel sehen können. Und das Schöne an Reinforcement Learning ist, dass es nicht auf eine Anwendung limitiert ist, sondern sich auf eine Vielzahl an Aufgaben übertragen lässt. Vielleicht auch auf Ihre. Hier sehen wir nun ein Beispiel, da geht es um die Qualitätskontrolle von Fertigungsteilen. Und wir haben Ihnen hier mal Schritt für Schritt dargestellt, wo künstliche Intelligenz wie eingesetzt wird. Und das Schöne ist, Sie können am Ende sogar sehen, worauf die künstliche Intelligenz geachtet hat, um diese Teile in Ordnung und nicht in Ordnung zu klassifizieren.
Ich denke, wir haben durch die Demonstratoren eine gute Diskussionsgrundlage geschaffen und können ihnen aufzeigen, wo KI wirkt, wie KI wirkt und auch wo KI vielleicht Schwächen hat. Näheres würden wir gerne mit Ihnen in unserer KI-Sprechstunde besprechen. Diese KI-Sprechstunde ist kostenlos und kann entweder online oder vor Ort stattfinden. Ich freue mich über eine Kontaktaufnahme von Ihnen über die E-Mail-Adresse zml@hs-heilbronn.de oder informieren Sie sich auch gerne auf unserer Webseite www.hs-heilbronn.de/zml. Ich freue mich auf Sie.